Meine lieben Damen und Herren, bevor ich jetzt unseren Überraschungsgast noch ans Mikrofon bitte, der euch noch ganz spannende Sachen mitzuteilen hat, danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit. Und ich habe heute was im Fatzebook gefunden. Ich bin ja so ein Fatzebook-Junkie. Dafür habe ich aber seit 4 Monaten kein Handy mehr und bin sehr glücklich. Aber Fatzebook, wenn ich irgendwo am Computer bin, ist ganz nett, Fatzebook. Es gibt übrigens auch ein analoges Facebook. Man kauft sich beim Thalia ein Bierchen, geht in die Fußgängerzone, haut jemand am Kopf auf und sagt, Facebook! Macht Spaß und schafft kommunikative Spannungen. Gewaltvolle Kommunikation. So, ich habe was gefunden. Nur weil ich das passt halt. Jeder Mensch ist ein Künstler. Lass dich fallen. Lerne Schnecken zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen. Und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere, verantwortlich zu sein, tu es aus Liebe. Mach viele Nickerchen. Gib Geld weiter, tu es jetzt, das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei, lache viel, bade im Mondlicht. Träume wild, fantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände, lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich, tauche ein, sei frei. Segne dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken, werde nass, umarme Bäume und schreibe Liebesbriefe. Joseph Beuys.